Was hättest du lieber, weiße Zähne oder gesunde Zähne? Das Internet ist voll davon, wie man weiße Zähne bekommt. Am besten noch so günstig wie möglich mit irgendwelchen Hausmittelchen. Aber dass die Zähne eigentlich total kaputt sind, Schäden haben und die Schäden einfach nur repariert wurden, das interessiert gefühlt die meisten gar nicht so sehr. Jemand bekommt eine Karies, dann wird der Zahn repariert, indem eine Füllung gemacht wird und am Ende wollen sie alle weiße Zähne haben und bleachen die eigentlich reparierten, aber dennoch irgendwie kaputten Zähne, damit sie wenigstens gesund aussehen, auch wenn sie es gar nicht sind. Ist es nicht eigentlich viel wichtiger, dass die Zähne gesund sind? Gesunde Zähne bedeuten Lebensqualität. Das weiß man aber meistens erst dann zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat, wenn man Probleme hat, wenn man ständig zum Zahnarzt rennen muss, eine Spritze gesetzt werden muss, gebohrt werden muss, wenn man Zahnschmerzen hat. Wenn man die ganzen Probleme hat, dann wünscht man sich gesunde Zähne, aber vorher interessiert einen das eigentlich nicht so sehr. Viele finden sich sogar mit dem Zustand ab, dass ständig gebohrt werden muss, weil es irgendwie normal ist, weil sie nicht wissen, dass man das vermeiden kann, dass das nicht normal ist, dass es auch anders geht. Aber normal ist es nur deswegen, weil die meisten nicht wissen, wie man es vermeiden kann und deswegen ist es so weit verbreitet. Karies ist eine Volkskrankheit. 99% aller Erwachsenen haben Karies. Sollte man nicht vielleicht erstmal etwas dafür tun, dass die Zähne gesund sind? Und hinterher kann man sie immer noch auffällen, aber das Weiß ist dann nur noch ein Bonus. Das bedeutet wirklich Lebensqualität. Wie siehst du das Ganze? Wofür würdest du dich entscheiden? Weiß oder gesund?